Hallöchen und willkommen. Oh, ich tippe im Chat www. Super. Ja, www ist gut. Ne, super. Ich hab nämlich, warum mein Moped nicht fährt. Also, wir sind bei Crossout mit Xa und Hippo. Hi. Hi, Endo. Und einem Haufen anderer. Mal gucken, ob es weiter so erfolgreich ist. Guck mal, da vorne ist wieder eine Claudia. Ich wette, das sind Bots. Ja, und eine Sarah. Adam. Da ab und an kriegst du einfach Bots als Gegner, weißt du, so mal als Happy Happy. Man merkt es dann auch, dass die relativ schnell. Scheiße, ich hab einen Hit abgekriegt. Und zwar einen guten. Von hier in der Infinite. Dann der einzige Bot. So, dem hab ich die Waffe gerade weggeballert. Oh ja, der ist weg. Genau. Da kommt noch einmal das Boot her. Hinten ist noch einer. Das war's. Das ist yeah. Cool. Ja, aber erreiche Reputation 5. Bin ich aber kein Fan. Ich hab's tatsächlich geschafft. Es ist der reinste Wahnsinn. Und zum Schluss nochmal ein Flugzeug. Kannst du nochmal ganz kurz in die Garage zurück, bitte? Ja, können wir machen. Ich habe jetzt eh auch viel Neues. Ja, ich muss die Shotguns wieder loswerden, die gefallen mir nicht. Ich habe ein Porträt erhalten. Ein bespanntes Dach, ein Gitter, maximale Bauteilanzahl ist auf 30. Das bespannte Dach ist super. Da kannst du hinten unter die Ladefläche irgendwas reinstopfen. Also jetzt den Wagenheber oder diese Abkühldings und die Planetruhe packen, die hält eigentlich relativ viel aus. Zumindest ist die meistens am Ende noch da, wenn alles andere schon wegfällt. Ja, okay. So habe ich das auch gemacht. Nehme ich jetzt auch mal das Benzinfass raus und pack da mal das Abkühlding rein. Achso, beim überspannten Dach ist allerdings nur ein Dings im Weg. Ja, so geht's dann jetzt. Ja, da war mein Radar im Weg. Habe ich denn sonst noch irgendwas? Nee. Aber Bauteilanzahl auf 30, das ist ja an sich ganz gut, nur wir haben nicht mehr Energie. Dafür müssen wir erst das Chassis bekommen, das Schöne. Okay, pass mal auf, wir machen das. Wird mal umgebaut hier, damit das mal klar ist. Huch! Das ist die richtige Maustaste. Wie mache ich denn das am dümmsten? Och. Geht das mit dem Wagenheber auch unter so einem Dach? Habt ihr das schon getestet? Ja, das ist völlig, was du denn hinpackst. Ja, du musst nur an Bord sein, wo es völlig egal. So, da fehlt mir wieder Energie. Mist. Steuerung Z. Diese rechte Maustaste. Man will immer das Teil von der Maus lösen. Das ist ja, richtig. Dabei passiert der ganze Mist immer. Also ich habe übrigens gerade einen Scheinwerfer gekriegt, Xa. Hm. Mit dem kann ich fusionieren, irgendwas. Also wenn ich noch was anderes hätte, vermutlich. Ja. Ich das Dach mal 2 vielleicht? Nee, das habe ich auch nur einmal. Lassen Projektile passieren, na super. Ach. Ja, toll. Wenn ich dieses Überhitzungsding einbaue, dann kann ich nur noch 2 Waffen einbauen. Ja, das braucht Energie. Alles klar, fliegt halt wieder raus. Dann doch lieber 3 Waffen. Ja, blöd. Hätte gerne noch ein paar mehr Kotflügel. Dass du so richtig dran packen kannst, außen so. Ja, weil ich habe so riesen Reifen und da müsste ich 2 bis 3 Kotflügel ranpacken, damit die bedeckt sind. So. Ich bin ja komplett.
Wie sieht's bei euch so aus? Gleich. Wie ist das mit kombinieren? Warte mal, nee, Quatsch. Escape. Nein. Zerlegen, verwenden, kaufen, herstellen. Ah, guck mal, hier kann man so eine Fahrerkabine bauen für 300 Schrott. Ja, aber die ist schlechter als die, die du hast. Echt? Nö, die hat 8 Energie. Die hat 8 Energie. Ja. Ich nehm die jetzt mal. Was soll's denn? Was soll denn der Geiz? Warte mal, dauert noch mal ein bisschen. Das könnte jetzt in der Tat ein bisschen dauern. Moment, jetzt muss ich mal gucken, wie ich das Ding da drauf kriege. Ach wie, Moment. Moment. Ah, doch, abholen. So, okay. Das dauert manchmal ein bisschen, wenn du was baust. Das braucht seine Zeit, aber das ging schnell zum Glück. Okay, dann kann ich das hier nehmen. Oh Gott, wo muss ich denn das draufsetzen? Was? Da, so. So könnte ich es machen. ein bisschen Angst habe ich. Oh, ich habe ein Rad aufgebaut. Moment. Ich bin gleich soweit. Ihr bringt ja ein bisschen Zeit mit, oder? Alles gut. Boah. Manchmal. Bestimmt super, was ich hier baue. Ich nicht, ob das sinnvoll ist. Ich weiß es einfach nicht. Ich mache. ja. Er weiß es nicht besser. Aber er findet es lustig. Kann man auch zwei Fahrgestelle einfach drauf bauen. Na komm. Hallo? Geht das da vorne nicht dran? Schwierig. So. Ihr seid schon fertig und wartet nur auf mich, oder? Nö, ja, nö, ich bin hier auch gerade noch. Was denn? Dann ist gut, dann fühle ich mich nicht ganz so schlecht. Ich warte. Troll. Wie viele Teile kann ich bauen? Noch zwei. Ast rein. So, wenn das mal kein, also hier, das wird jedem Angst machen. Ihr also werdet schon sehen. Hab ich meine jetzt auch schon gut geschützt. Aber als Fahrer dürfte man vermutlich nichts mehr sehen. Oh, hier. Das grüne, der grüne Bulli ist am Start. Ah, je. Alter. Halt, Sekunde abbrechen. Hol dir die Fahrerkabine. Die können wir doch bestimmt alle nehmen. Wir sind doch jetzt alle 5, oder? Jo. Ja. Wunderbar. Nächste Level. Mit dem Auto kann ich sowieso, kann mich nichts mehr stoppen. Ah, ich glaube, ich hatte sogar noch einen Energiepunkt frei. Fällt mir da gerade auf. Muss ich nächstes Mal noch irgendwas einbauen? Noch ein Düsentriebwerk oder so. Guck mal, jetzt haben wir auch schon alle über 1,8. Ne, siehst du mal. Aber meine Waffen sind immer noch genauso schwach. Sieht doch toll aus, mein Moped, oder? Ich hab mal gar nicht gesehen, wo bist du denn noch da hinten? Fährst du in die andere Richtung? Magst du?
Ja, mal vorher hinterher. Da ist er. Ah, ja. Das fahren der das Einkaufswägelchen. Ja, ne? Dieser LKW-Kapitän. Geht auf den Gegner und nicht auf mich. Da hier dieser Gubi, der hat auch so eine dicke Wumme drauf, Xa. Oh. Kümmer mich drum. Nein, die schießen auf mich. Oh, dann schieß zurück. Ich hab noch zwei Räder, ich fahr mal ein bisschen weg. Hilfe! Was machst du hier? Ich stand direkt vor dir, das ist der, der da so komisch rumkrabbelt ist. Ja, das hab ich wohl gemerkt. Scheiße. Ach Mann, ey, wenn du von der dicken Wumme einen Hit abkriegst, ist sofort ein Rad ab. Yep. Okay, ich habe noch eine Waffe und zwei Räder. Waffen wir gewinnen. Alle. Aber Räder ist bei mir auch so ein Problem. Zurück zur Basis. Okay, ich komme zurück zur Basis, gar kein Problem. Immerhin habe ich den Schwerpunkt des Autos in der Mitte, dadurch halte ich jetzt hier noch die Waage, trotz aussichtsloser Position. Den hat's der Möbel. Da kommt dieser Goodie, der mit der dicken Wumme. Hilfe! So sieht's also in meinem Wagen aus. Da sitzt gar keiner drin, das ist auch der Grund. Ach so. Deshalb fahre ich so komisch. Jetzt fehlt nur noch Redi. Ich kann nur noch Linkskurven fahren, Rechtskurven ist ein Problem. Da kommt Redi. Yay! Yeah. Okay. Mit der Möhre überlebt, Alter. Ich glaube, die hält ganz schön was aus, oder? Und ich habe ein Rad bekommen. Du bist sogar MVP. Ja, und ich hab mir noch mal eine dicke Wumme bekommen. Ich bin MVP? Fahren. Mit zwei Zerstörten? Du machst Witz, so Xa, oder? Können wir den Kerl aus dem Team werfen? Aber du machst Witze, Xa, oder? Hm? Du machst Witze. Warum? Hast du so eine große Kanone bekommen? Ja. Du bist ein Arsch. Ja, ohne Witz bist du wirklich. Mit dem spielen wir nicht mehr, Hippo. Dieser Xa, der fährt demnächst mit dem Auto, das besteht einfach nur noch aus diesen Kanonen, weißt du? Wenn das auch nur ginge. Bau mal zwei drauf, Xa. Mit Alter 4 kommst du während des Matches in die Garage. Hier fährt einer rückwärts. Das ist Xa, du fährst rückwärts. Nein, ich fahr nicht rückwärts, ich fahr vorwärts, das sieht nur so aus. Achso, nee, ja, Tatsache, ja. Du siehst eigentlich nichts mehr, oder? Kann das sein? Nein. Gut. Das sieht nur so aus. Das sieht echt so aus. Halt. Da kommen sie massiv, wo wir hier rechts raus. Ja, Ryan hat's zerlegt. Ja, hier kamen auch gerade einige von diesen heftigen Schüssen. Ich krieg mich nicht. Was ist für ein Traktor da? Damon, los, weg mit dem. Ja, die haben hier meine Knifte runtergeschossen. Das ist ja zwei. Ja, das ist echt der Nachteil an deinem Setting, ne? Ja. Aber die hält eigentlich auch eine Menge aus, also. Wo hält eine Menge aus? Was ist mit dem hier? Endlich. So, wie viel Leben noch von den anderen? Ach, wir sind doch kleinen Vorteil. Da sollte man doch heimbringen, wenn ich mich hier gegen die Wand fahren würde und mich verkeilen würde, endlos. Ich muss vorne noch mehr Stabilität reinbauen. Meine Räder sind so ungeschützt. Okay, es war ein Gegner.
Nur noch Goodie Goodie. Soll ich dich umkippen? Ja, wer erinnert? Ich versuch's. Ah ja. Oder so. Dann humpeln wir mal zu uns. Achso, wir müssen ja zu unserer Basis. In welche Richtung ist denn das? Blau? Ja, blau. Ja, blau. Ich bin gleich da. Ich hab noch zwei Räder, das reicht. Das muss ich mir lassen. Das Gewicht von dem Auto ist gut verteilt. Das fährt auf zwei Rädern relativ stabil. So, jetzt haben wir gewonnen, kann ich schon erzählen. Ich bin umgekippt. Jetzt. Ja, schön. Herrlich. Ich habe 1000 Schaden im Nahkampf verursacht. Ja, wundert dich das, wenn du da immer reinfährst? Oh, ja, was Maximus soll ich denn machen, ohne Kanone? Maximus, 5 zerstört, 2252 Punkte. Alter. Kann man machen, gell? Also, was hat denn der sich da auf sein Auto geschraubt? Das ist doch krass. Das macht man doch nicht so einfach. Ja, reicht doch, wenn du nur abstaubst. So sehr sieht unser, sieht das Auto nicht irgendwie anders aus, großartig, also. Ja, das war jetzt nicht böse gemeint, aber ne, wenn die Wagen schon brennen und der schießt halt nochmal drauf. Das ist wirklich auch teilweise eine Sache von Glück. Du kannst stundenlang auf den Gegner ballern, da kommt einer um die Ecke, kriegt einen Kill. Ja, das stimmt. Ja, genau. Das deswegen ist halt auch so ein bisschen, naja, ne? Kommen alle durch den Wetter? Ja. Sollten die Punkten nach Schaden richten. Wir haben Panzer auf unserer Seite und wir haben gewonnen. Was mit meinem Moped los? Maximus, ja, mal gucken, was der da so. Jetzt hat er mich überschlagen. Der braucht eigentlich dieses, der Wagenheber verbraucht der auch, Ja, braucht. Verstehst du, wie gesagt, auch ohne Worte. Sag mal, Messi. Eieieiei. Ach, geht doch. Da ist so ein Prime Richtung Hippo. Ja, den hab ich. So mal den mal. Ah, den haben wir noch. Wisst ihr, da habe ich jetzt den Kill eigentlich ziemlich abgestaubt. Ich habe zwar schon auch mitgeballert, aber der Kill gehört mir, obwohl ich glaube andere mehr. Der hat die dicke Kanone, Vorsicht. Da steht ein Gubi. Ja, der hat die dicke Wumme drauf. Okay, dann versuchen wir den mal zu fokussieren. Oh, ich habe hier einen an meiner Backe, einen Jamie. Kommt jetzt zu euch, in der Hinterzahl. Ganz schön viele Teile rum. Okay, geht mal weg. Ja, die müssen wir aufsammeln können, die Teile, ne? Ja, der Gubi steht da noch um die Ecke und dann haben wir's. Ja, aber aufpassen, ne? Ach ja, der ist nur einer. Aua. Da. Der kriegen wir auch noch mehr. Wie krass. Ja, jetzt bist du MVP mit 3 Kills. Mit 3 Kills und ich krieg 1000 Punkte. Moah. Abreise. Hat seinen Gegnern 50 Bauteile abgeschossen. Ja, guck mal, ich hab. Da hat 1 Kill und 2 Hilfen und hat 700 Punkte. Ich hab 2 Kills, 3 Hilfen, hab 600 Punkte. Ja. Ja, das ist schon echt krass. Xar ist halt einfach besser. Ah. Xar ist halt einfach Xar, genau. Hol dir die Fahrerkabine, die gibt's nämlich auch noch, da eine ziemlich coole Fahrerkabine zu gewinnen. Ich krieg die ganze Zeit nur Räder. Die hatten ja auch gerade die ganze Zeit hol dir die Shotgun und ich habe nie einen Shotgun gekriegt. Ja, gut, ich habe dafür 4. Oder 5. Ich habe jetzt mittlerweile auch welche, aber ich glaube, die habe ich durch das Level abgekriegt. Aber die Shotguns sind auch nicht so meins, die will ich gar nicht haben. Nee, muss ich auch sagen, also ich sitze so, nö, brauche ich nicht. Wollen wir hier hoch und sie empfangen oder hier unten uns? Ich bin oben. Bist oben, okay, dann.
ist bei uns. Woher? Die sind alle runtergesprungen, mehr oder weniger freiwillig. Okay, läuft. Ja, wenn Xar und Gubi über die. Einer ist noch irgendwo, ein Rain Wizard. Ja, der ist hier bei uns. Ja, das war ja jetzt irgendwie quasi gar nicht vorhanden. Ist, ach, da oben. Sehr schön. Okay, das war durchgefegt. Ziemlich, ja. Xar? Ja. Nee. Ganze 300 Punkte gekriegt, das ist doch... Also, 5 Hilfen, 300 Punkte. Das ist irgendwie... Das ist schon komisch, ne? Ist schon ein bisschen eigenartig, macht aber trotzdem Spaß. Man muss ja nicht nur darauf schauen. Es ist allerdings ein Spiel, das muss man jetzt an der Stelle schon mal so zu, glaube ich, festhalten. Man kommt nur ganz schleichend langsam voran. Jo. Ja. Also bis man da mal neue Teile kriegt und hier richtig das Moped ausbauen kann, das dauert. Aber wie gesagt, macht irgendwie trotzdem Spaß. Ich bin gespannt auf eure Kommentare und mitmachen. Ich hab's schon tausendmal gesagt, ich sag's auch noch tausend und erstes Mal. Link unten in der Videobeschreibung, dann könnt ihr hier mit einsteigen und wir werden demnächst dann auch Streams machen und... Ja, mal gucken, ne? Dann ein paar Community-Matches. Jetzt bin ich dann auch erstmal im Urlaub, während diese Videos hier kommen. Aber danach legen wir dann, denke ich, auch nochmal richtig los mit Streams und dergleichen, dass wir da auch die Community entsprechend in den Matches dabei haben. So, vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.